Moin moin Leute und willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Chris. Hallo. Und heute habe ich alle Warlords of Draenor Raids und Dungeons durchgespielt, um zu schauen, wie viel Gold dabei rumkommt, und jetzt präsentiere ich euch die Zahlen. In der Liste kommen weiße / graue, grüne, blaue und epische Items, die ich direkt beim Händler verkauft habe, und dadurch sind folgende Zahlen rausgekommen. Außerdem habe ich noch das gedroppte Gold dabei aufgelistet. Zusätzlich habe ich noch die Zeit reingerechnet, um zu schauen, wie viel Gold man circa in einer Stunde dabei bekommt. Die Zahlen können außerdem noch von Person zu Person anders sein. So, es gibt 8 Dungeons, die ich alle auf normal durchgespielt habe, außer die obere Schwarzfeldspitze, die ich auf HC gemacht habe. Außerdem gibt es 3 Raids, die ich alle auf mythisch gemacht habe, außer die Höllenfeuer-Zitadelle. Im Laufe der Dungeons und Raids sind 67 weiße / graue Items gedroppt, 19 grüne, 59 blaue und 167 epische. Aber wie viel Gold ist dabei rausgekommen? Nun ja, am Ende des Tages hatte ich 11.021 Gold, 64 Silber und 82 Kupfer in den Taschen. In jedem Dungeon sind im Durchschnitt 492 Gold gedroppt und in jedem Raid 2.359 Gold. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Ich habe 1 Stunde 50 Minuten und 37 Sekunden gebraucht, was ausschließlich in den Raids und Dungeons war, ohne den Reiseweg. Also habe ich ca. 6011 Gold in 1 Stunde bekommen. Lohnt es sich? Naja, nach 2 Stunden gut 11.000 Gold in den Taschen ist nicht schlecht, aber ich würde es nicht jede Woche machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, zeigt es mir doch gerne mit einem digitalen Daumen und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehrere dieser Videos sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg!